Wir machen heute mal etwas Ungewöhnliches. Und zwar reden wir über Belletristik, genauer gesagt über Romane zum Thema Big Data und Social Media. Birgit Aschemann stellt uns zu diesem Zweck drei gesellschaftskritische IT-Thriller vor, die alle in der nahen Zukunft spielen. Sie sind alle drei in den letzten 5 Jahren erschienen und stammen von einem Österreicher, einem Deutschen und einem Amerikaner. Alle drei befassen sich mit den möglichen Folgen des Datensammelns. Uns hat dabei besonders interessiert, welche Zukunftsvisionen von Schriftstellern entworfen werden, weil diese naturgemäß etwas freier sind im Entwerfen von Szenarien als zum Beispiel Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler. Birgit, möchtest du uns bitte mal das erste Buch vorstellen? Ja, sehr gern, Simone. Das erste Buch, das ich vorstelle, ist der Roman The Circle von Dave Eggers. Das ist ein Roman, der 2013 das erste Mal erschienen ist auf Englisch und dann 2014 auf Deutsch. Und im Mittelpunkt dieses Buches steht das weltweit führende Internetunternehmen The Circle, das sich einer Transparenzideologie verschrieben hat und diese Ideologie auch mit Hilfe der sozialen Medien breit ausrollt. Da gibt es dann beispielsweise Slogans wie Teilen ist Heilen, Geheimnisse sind Lügen oder alles Private ist Diebstahl. Und gleichzeitig erfindet dieses Unternehmen immer wieder technische Innovationen, die diese Ideologie unterstützen, wie beispielsweise kleine Kameras, die man an verschiedenen Orten unbemerkt platzieren kann, oder Dienste zum Auffinden von verschollenen Personen oder Dienste zum Rekonstruieren der persönlichen Familiengeschichte. Und wir erleben in diesem Buch zusammen mit der Protagonistin May, die bei dem Unternehmen anheuert, wie diese Ideologie, gepusht durch die sozialen Medien, einen ungeheuren Sog entwickelt für sie selber, aber auch für Millionen andere Menschen, die dann letztlich von zwei charismatischen Führern dieses Unternehmens auch massiv manipuliert werden. Und wie auf der anderen Seite die Menschen in Bedrängnis geraten, die ein Stück Privatsphäre für ihr Leben brauchen, und das führt in einzelnen Situationen bis hin zum Selbstmord oder bis hin zum Koma bei den betroffenen Personen. Das klingt ja nach einer bedrückenden Vision. Hier zeigt sich, wie soziale Medien und Technologien zugunsten einer Ideologie eingesetzt werden können, um schließlich damit Menschen zu beherrschen. Birgit, du hast uns ja auch ein Buch eines Österreichers mitgebracht, das im selben Jahr herauskam und das auch in den USA spielt. Magst du uns ein wenig darüber erzählen und gibt es für dich Parallelen oder Unterschiede? Ja, es handelt sich in diesem Fall um das Buch von Mark Ellsberg mit dem Titel Zero und dem Untertitel Sie wissen, was du tust. Das ist eben auch 2014 erschienen und hier ist Namensgeber für diesen Titel Zero ein Zusammenschluss an Netzwerkaktivisten und Netzwerkaktivistinnen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, für Privacy und Datensouveränität einzutreten. Dafür werden sie aber von verschiedenen privaten und staatlichen Stellen verfolgt, bis hin zum Geheimdienst, der sie als terroristische Organisation einstuft. Und parallel dazu tritt die Journalistin Cynthia oder Sin auf, die durch Zufall auf das Internetunternehmen Freemi stößt und die Unregelmäßigkeiten in den Geschäftsgebarungen dieses Unternehmens. Freemi bietet einen sehr nützlichen Dienst an, nämlich die sogenannten ACT-Apps, die von vielen Menschen begeistert genutzt werden, um ihr Leben in verschiedenen Bereichen zu optimieren. Also man kann diese ACT-Apps verwenden, um in den Bereichen besser zu werden, die einem Probleme bereiten. Das geht alles gut, bis Freemi anfängt, mit den Möglichkeiten zu experimentieren und es in der Folge zu Todesfällen kommt, die nicht an die Öffentlichkeit treten, bis eben die Journalistin Sin darauf aufmerksam wird und sich zusammen mit Zero dran macht, das an die Öffentlichkeit zu bringen, um weitere solche Manipulationen und solche Geschehnisse zu verhindern. Zu diesem Zeitpunkt sind aber schon politische Mächte und auch Geheimdienste auf das Potenzial von Freemi aufmerksam geworden und möchten das für sich nutzen, weil ja eine wahnsinnige Manipulationsmöglichkeit damit verbunden ist und eine Machtmöglichkeit damit verbunden ist. Und die setzen sich daran, die Journalistin und Zero, soweit es geht, unschädlich zu machen. Also auch sehr spannend, aber auch sehr bedrückend. Okay, also hier wird zwar nicht die völlige Transparenz und Öffentlichkeit für alle postuliert und auch die sozialen Medien spielen nicht eine ganz so große Rolle.
Aber auch hier ist eine Technologie, in diesem Fall eine App, der Ausgangspunkt für eine enorme Manipulationsmöglichkeit, die schließlich von den politisch Mächtigen missbraucht wird, um Personen oder ganze Gesellschaften zu lenken und zu steuern. Ich sehe da jetzt als Gemeinsamkeit der beiden Bücher eben die Unterwanderung der Privatsphäre für ökonomische und politische Zwecke, die da sehr gut nachgezeichnet wird. Birgit, hast du uns jetzt noch eine so dystopische Vision mitgebracht oder gibt es auch etwas Erfreulicheres? Ja, also etwas Humorvolleres habe ich auf alle Fälle mitgebracht. Und zwar handelt es sich dabei um den Roman Quality Land von Marc-Uwe Kling, den es in einer Art personalisierten Form in zwei Varianten, nämlich in einer hellen und dunklen Variante gibt. Man kann sich also aussuchen, was einem eher entspricht. Und in Quality Land ist es so, dass man zwar als Leser, Leserin oft die Gelegenheit zum Lachen hat. Es ist wirklich ein sehr humorvoller Roman. Gleichzeitig ist er mir persönlich fast noch ein bisschen näher gegangen, weil vieles, was hier thematisiert und auf die Spitze getrieben wird, unser Alltagsleben jetzt schon begleitet. Sei es ein dominanter Werbesprech, seien es die sehr relevanten sozialen Medien und die Nachrichten, die dort hochgehypt und hochgepusht werden, durch Schreiber, Schreiberinnen, auch durch bezahlte Schreiber und Schreiberinnen und schließlich durch Bots, die einfach das, was gewünscht wird, schnell verbreiten und so massive Meinungsmache betreiben. Und es gibt in Quality Land eine omnipräsente Steuerung durch Algorithmen, also künstliche Intelligenz ist dafür da, viel mehr als wir das von den Empfehlungen einzelner Versandhäuser kennen, den Menschen das Leben leichter zu machen und sie entsprechend ihrem gespeicherten Profil zu servicieren. Also es wird den Bewohnern und Bewohnerinnen von Quality Land ein Partner empfohlen, ein Job empfohlen, es werden ihnen Waren per Drohne zugestellt, bevor sie diese Waren überhaupt bestellt haben. Und wenn man einmal so ein Profil hat, kommt man dann da auch schwer wieder heraus. Das merkt man beim Protagonisten Peter. Peter hat ein Problem, das dann auch schließlich im Laufe des Romans als Peters Problem bekannt wird und sich durchzieht. Und zwar ist sein Profil falsch gespeichert worden aufgrund einer Namensgleichheit. Und jetzt bekommt er ständig falsche Empfehlungen berechnet und hängt eigentlich fest, fremdbestimmt, in einem Leben, das sich für ihn völlig unstimmig anfühlt. Und er versucht dann, das zu ändern und zu den Personen vorzudringen, die er als verantwortlich wahrnimmt und von denen er vermutet, dass sie die Algorithmen steuern, nur um festzustellen, dass eigentlich diese zentrale Steuerung der Algorithmen nicht mehr bei einzelnen Personen gegeben ist, sondern dass sich da vieles schon verselbstständigt hat. Und natürlich versucht das System auch diese Tatsache zu verstecken, dass das eigentlich gar nicht mehr unter Kontrolle ist, was die Algorithmen da berechnen und vorschlagen. Und er hat es nicht leicht, es wird auch in diesem Roman sehr gefährlich. Und parallel dazu ist eine interessante Parallelhandlung, finden Wahlen und Wahlvorbereitungen statt in einer Situation, in der es eigentlich mit der Demokratie nicht mehr weit her ist, aber es gibt noch demokratische Wahlen und erstmals in der Geschichte tritt zu diesem Zeitpunkt ein humanoider Roboter als Spitzenkandidat einer Partei an und das Interessante ist, dass er sich sehr menschenfreundlich und natürlich auch sehr rational verhält in seinen Vorschlägen, in seinem politischen Programm und darin, wie er sich an die Menschen wendet, aber die Wähler und Wählerinnen damit überhaupt nichts mehr anfangen können. Also die erwarten inzwischen von der Politik sehr viel mehr Meinungsmache und PR und können sich ihm nicht anschließen, nicht weil er ein Roboter ist, sondern weil er dermaßen menschenfreundlich und rational agiert. Also dieses Buch zeigt letztendlich auch auf, wie Daten dazu benutzt werden können, Menschen zu manipulieren und welchen Nutzen das auch für Wirtschaft und Politik haben kann. Und es kann natürlich schon sein, wenn man diese Bücher liest, dass man den Glauben an ein unschuldiges Datensammeln gänzlich verliert.